Morgen, wir sind in Österreich. Wir wurden eingeladen von Adidas Terrex, um die Infinite Trails mitzulaufen. Wir sind super gespannt. Morgen startet das Rennen um 6 Uhr. Wir laufen die 30 Kilometer mit 1900 Höhenmetern. Sowas haben wir noch nie gemacht. Wir sind super gespannt. Ja. Wir sind auch bei den Höhenmetern noch nie in die Nähe irgendwie gekommen. Unser Höchstes waren 1100 Höhenmeter. Ja. Und das war schon schrecklich. Und wir freuen uns richtig doll auf morgen. Und ja. Wir gehen jetzt unsere Sachen abholen. Mit dabei haben wir diesen Bag. Da sind alle Pflichtsachen drin. Die werden wir euch später auch noch vorstellen. Also die Pflichtausrüstung für den Run. So, wir gehen jetzt rein und wir sehen uns gleich wieder. Zuerst müssen wir noch so ein paar Unterlagen unterschreiben, falls wir verloren gehen. Hm? Dann, wir kennen jetzt die Liste wahrscheinlich. Ja. Ja. Gut. Mindestens ein halber Liter Wasser. Gut. Regenjacke? Ja. Gut. Langarm-Top oder hier. Armlinge? Hier ist ein Langarm. Oh, so oder Armlinge. Eine lange Perfekt. Hose? Da? Jawohl. Ein Erste-Hilfe-Set. Das ist hier drin. Kannst du auch noch reinpacken. Rettungsweste drin. Ja. Rettungsdecke. Okay, Leute, wir melden uns danach. So, weiter geht's. Jetzt sind wir hier drin und warten noch. Und guck mal, da hinten sind ganz viele Goodies. Und hier bekommen wir gleich unsere Startunterlagen. Ja. So Leute, das ist unsere Strecke, die 30 Kilometer mit 1859 Höhenmetern. So, wir sind jetzt zurück und wir zeigen euch jetzt die Pflichtausrüstung, die man für so einen 30 Kilometer Trail dabei haben muss. Also hier habe ich einmal mein Erste-Hilfe-Kit, kannst du es sehen. Ja. Rettungsdecke und dann hier so Mullwinden. Handschuhe so alles und noch mehr Verbände und ja. Pflicht, also das, was er am meisten sehen wollte, war die Rettungsdecke. Das habt ihr wahrscheinlich gehört vielleicht. Ja, macht sehr Sinn auf jeden Fall. Packe das ich hier wieder rein. Ins Wasserdichte. Genau, mache ich gleich wieder zu. Leute, dann hier noch eine Regenjacke, die stand auch mit auf dem Pflicht-Equipment. Dann geht's weiter mit einer langen Hose. Die müssen wir auch mitnehmen. Dazu kommt die Trailrunning-Weste, die wird halt gefüllt mit natürlich hier den Trinkflaschen, mindestens 500 Milliliter soll man mitnehmen. Also eine Flasche. Und dann haben wir hier noch ein Langarm, was auch mitgenommen werden sollte, oder Armlinge. Also mal gucken, was ich davon mitnehme. Ich nehme auf jeden Fall Armlinge mit. Und aber die habe ich eh an. Ja, dann ist das hier noch der Chip für die Zeitmessung. Und das ist das Pflicht-Equipment. Und dann nehme ich halt noch ein bisschen Gels und Gums mit. Das ist aber kein Pflicht-Equipment, das nehme ich einfach nur noch mit, weil es mir Energie gibt und gut schmeckt. Du wirst dich sehr, sehr darüber freuen. Und ich mich sehr darüber freuen werde, wenn ich dann die Berge hochrenne. Und ja, Salztabletten sind auch ganz wichtig. Weil es ist wirklich sehr gutes Wetter und wir werden sehr viel schwitzen. Salztabletten top, auch gegen Krämpfe. Yes. Das war's, und dann oder? Halt nur noch mein normales Outfit, das werdet ihr ja morgen früh sehen. Das werden wir auch nochmal vorstellen. Genau. Tschüss. Kurze Frage. Von 1 bis 10, wie viel freust du dich auf morgen? 10 von 10. Echt? Ich habe gerade irgendwie ein bisschen Beinschmerzen, weil das sind Phantomschmerzen. Ich habe das immer vorm Lauf. Ja. Irgendwas schmerzt dann und morgen ist alles weg. Hey, ich freue mich richtig. Und ich freue mich auch. Mal bitte, wie nice das aussieht. Ja, das ist cool. Genau, und jetzt aber noch. Stellt euch noch den Goodie-Bag vor. Und zwar haben wir jetzt noch das hier bekommen. Und da ist einmal ein Handtuch drin. Dann hier ein Headband. So eins haben wir auch schon. Aber nicht vom Infinite Trail. Und das war's, ne? Hier ist nichts mehr drin. Ja, that's it. So Leute, das wird jetzt gegessen und wahrscheinlich danach nochmal. Es ist eigentlich schon dunkel, es ist 21 Uhr und ich werde mir jetzt das hier noch gönnen. Einmal einen Zitronenkuchen mit irgendeinem Sorbet-Eis und ein Pancake mit Vanille-Eis. Und Fee hat auch Pancake mit Vanille-Eis. Mir ist so kalt. Mir ist so kalt wegen diesem Ginger Ale, was ich trinke. Und es ist auf Eis und mir ist so kalt. Oh. Guten Morgen, meine Freunde. Es ist übrigens 4 Uhr. Ja, 4.15 Uhr. Fia schläft noch. Und wir gehen jetzt zum Essen. Weil in 2,5 Stunden startet ja der Run. Und wir müssen vorher noch was essen. Und ja, 2 Stunden vorher ist ganz gut. Und ich wollte eigentlich nicht aufstehen heute Morgen. Ich hoffe, dass ich gleich wacher bin, oder? Ja. Ich hoffe, dass ich aufs Klo kann. Ja, ich war gerade schon auf Toilette und hab
mein großes Geschäft gemacht. Das ist sehr wichtig vorm Laufen, Leute. Wenn man das nicht gemacht hat, muss man es irgendwann auf der Strecke oder kriegt Bauchschmerzen. Das wäre nicht so toll. Leute, einfach die Final Steps. Gleich geht's los. Also zum Frühstück. Ich habe schon zehnmal gesagt, ja, wir gehen Frühstück. Ich weiß. Aber Malu macht jetzt ihre Startnummer. Und ich bin so müde. Wie sehe ich überhaupt aus? Kann ich nicht zum Frühstück gehen? Das ist unser Essen. Als Long Run. Okay, wir sind zurück im Zimmer. Und ich bereite jetzt meine Sachen weiter vor. Hier sind meine Verpflegungssachen. Die müssen noch alle da rein. So Leute, jetzt fehlen nur noch die zwei Gels, Wasser und Content-Handy. Ja, und das werde ich jetzt auch wieder verbreiten und ich melde mich dann. Es wird immer ernster hier. Ich habe mir gerade noch mein Tattoo drauf gemacht und Leute, seht es euch an, das sieht richtig cool aus. Also Leute, wenn ich will, dass ich esse, weiß was, wenn ich wissen will, wann es was zu essen gibt, dann gucke ich auf mein Bein und sehe, hier erste Station 7 Kilometer 8. Hä? Wie kann ich reden? 7,8 Kilometer? Dann bei 12,2 Kilometer und dann bei 18,1 Kilometer. Also, Leute, mein Lifesaver ist mein... Ui, es hat sich gedreht. Was passiert hier? Mein Bein ist ein Lifesaver. Okay, Leute, es geht jetzt raus. Ich habe gerade noch meine dicke Jacke über. Weil es ist, glaube ich, 8 Grad oder so. Es brodelt sich was zusammen. Fia muss schon wieder auf Toilette. 1 bis 10, wie gut fühlst du dich? Gerade 7, weil ich ein bisschen auf Klo muss. Jetzt wird es wirklich ernst. Wir melden uns draußen. Die 60er starten jetzt. Boah, zum Glück laufen wir nur 30, ne? 15 Minuten geht's los und wir suchen jetzt da, wo wir rein müssen, weil die dann nochmal checken, ob wir alles mit haben. Nichts zum Zudecken. Pflichtequipment und so. Und hier sind die und die spinnen völlig, sag ich euch. Habt ihr Bock? Ja! Die spinnen völlig, ich sag's euch. Oh Mann, ey. Okay, wir sehen uns am Start. Und? Skala von 1 bis 10, wie viel Bock hast du? 10. Jetzt 10. Okay. Ja, bei mir ist so eine 3. Nein, Spaß, auch 10. Freunde, wir sind bei 1 Kilometer, der erste Anstieg ist da. Ihr könnt es hier schon sehen, die schlängelt sich ja hoch. Das heißt, wir gehen das erste Mal, weil heute ist ja Long Run in Vorbereitung auf Berlin Marathon und kein Wettkampf. Ja, deswegen wird gegangen und wir sehen uns bei der nächsten interessanten Sache. Hier ist ein bisschen flacher, das heißt, jetzt können wir wieder laufen. Die Steinpassagen gehen wir immer. Und gerade wird gelaufen. Und wir müssen halt auch noch 27 Kilometer. Davon noch, boah, lass mich nicht lügen, 16 hoch. Und deswegen gehen wir es ganz ruhig an. Aber ich bin schon fertig, sage ich euch, wie es ist. Wir sind auch schon eine halbe Stunde jetzt unterwegs. Guckt euch an, wie sich das hier so hochschlängelt. Mit den ganzen Läufern. 250 Läufer sind übrigens auf der Strecke. Und ja, oh, Malu ist ein Tryhard. Die tut so, als ob sie krass ist. Oh, die Aussicht. Scheiße. Leute, sie ist voll weit weg noch, aber da sind einfach Kühe. Ja, Riesenkühe auch. Hier wird jetzt gegangen. Ist recht flach, hier kann man auf jeden Fall einklopfen. Aber ich sehe natürlich den Punkt, dass man sich nicht verausgaben will. Direkt. Oh ja. Okay, Leute. An diesem Punkt, ich kann einfach nicht mehr. Wie schön ist es hier, bitte.
Ich komme nicht klar. Schaut gerne bei Instagram vorbei. Für Insta wird auch alles mitgeblockt. Ganzes Video. Jetzt mal kurz zum Real Talk. Wir haben ja schon gesagt, viele Strecken gehen wir auch. Weil, wie gesagt, es ist gar nicht mal so schlau, alles hoch zu racen. Zu laufen, joggen. Weil du dir dann komplett deine Beine kaputt machst und richtig deinen Laktat in die Beine schießt. Und sie sozusagen übersäuern. Und dann nach 10 Kilometern kannst du nicht mehr. Jetzt sind wir auf einer Teerstrecke, die wieder gerade führt. Und dann läuft man natürlich. Und es ist eigentlich so ein Stop and Go. Also wirklich ganze Stop and Go. Adidas! 5,8 Kilometer und 53 Minuten okay. Jetzt. Also wir sind gut unterwegs. Super. Wir sind bei der ersten Verpflegungsstation. Ich bin im Himmel, glaube ich. Weiter geht's mit vollem Mund. Und 2 Äpfeln im Gepäck. Wir laufen gleich weiter. Leute, seht ihr das? Da geht's hoch. So anstrengend. Leute, erste Salztablette. Wir sind jetzt schon seit 1,5 Stunden unterwegs. Sind bei 9 Kilometern. Und es geht gerade richtig steil. Jetzt gerade nicht mehr, aber eben. Ja. Guck mal da runter. Ja, da sind wir gekommen. Auch für mich erste Salztablette. Ich habe bestimmt schon 5 Liter verschwitzt. Schon wieder eine so schöne Aussicht. Hui, 10 Kilometer bei Strom. Freunde, wir haben jetzt hier gerade eine Pause gemacht und haben den Akku. The way is up there. Wir haben gerade den Akku gewechselt. Wir hatten nämlich keinen Akku mehr. Und Leute, alles für euch. Malu muss auf Klo, aber wir warten auf die nächste Aid Station. Die ist in 2 Kilometern. Da geht es hoch. Also sehr hoch. Boah, habe ich Bock. Schon. Mir ist ready? Das passiert, Leute, was einem nicht passieren sollte. Ich habe richtig Bauchschmerzen, weil ich groß muss. Für uns gibt es jetzt das erste Gel. Einfach schnelle Kohlenhydrate, weil wir ja jetzt sehr viel Energie verbrennen. 2 Stunden unterwegs. Wir haben gesagt, 1:55. Wir sind gleich, also wir haben jetzt schon 11 Kilometer. In 1 Kilometer kommt, glaube ich, die 2. Verpflegungsstation. Ja, aber soweit, finde ich, läuft sehr gut. Die Steinpassagen sind ultra anstrengend. Aber so ein bisschen flacher, kann man mal ein bisschen ausruhen. Ist trotzdem anstrengend. Wie fühlst du dich, Malu? Schrecklich. Leute, ihr müsst unbedingt mitmachen. Einmal, ihr spürt ihr euren Körper auf einer anderen Art und Weise. Mir ist so, ich weiß nicht. Also, wow. Ich habe mein Wasser und das schmeckt einfach, keine Ahnung, besser als ein Burger und eine Pizza. Einfach nur Wasser. Es ist einfach eine andere Welt. Die Verpflegungsstation ist noch 200 Meter in die Richtung. Ja, 200 Meter ist jetzt nicht so viel. Let's go! Oh, der Schweiß ist in meinem Auge. Leute, wir sind bei der Verpflegungsstation angekommen. Wir haben verpflegt. Malu ist jetzt noch auf Toilette. Ich habe neues Wasser und ich habe einfach Cola. Da oben ist die nächste Verpflegungsstation. Das sind ungefähr 6 Kilometer. Lass mich nicht lügen. 6 Kilometer bis da oben. Wir haben genug gegessen, glaube ich. Also ich auf jeden Fall. Und ja, für mich kann es weitergehen. Ich warte auf Malu, die ist auf Klo. Ich habe schon gesagt. Fast die Hälfte ist geschafft. Also bis jetzt. Ihr könnt das, glaube ich, niemals sehen, aber da hinten sind so Wege. Und da gehen so die Leute. Die gehen einfach wie so. Sieht von hier hinten, das ist so weit einfach. Seht ihr das da? Dieser Anstieg? Boah, das wird so anstrengend. Ich freue mich richtig. Woohoo. See you later. Okay, weiter geht's. Ciao, viel Spaß. Tschüss. Malu ist am Klo wieder da. Wie fühlst du dich? Ey, Leute, gib mir. Ich bin auf Toilette gegangen. Ich habe wirklich das typische Läuferproblem heute gehabt. Bauchschmerzen des Todes. Ich war gerade auf Toilette. Leute, ihr wollt es eigentlich nicht wissen, aber ich wollte eigentlich nicht mehr runter. Aber ich dachte die ganze Zeit, Fee, warte. Aber ich hatte so Bauchschmerzen gerade. Ich saß da, also der hinter mir auf dem Klo jetzt geht, hat echt, wow. Es war zum Glück niemand hinter mir, also ich war nicht gestresst. Aber ja, ich habe mein großes Geschäft erledigt und kann jetzt weiterlaufen. Und ich hoffe, dass mein Magen oder mein Verdauungstrakt jetzt leer ist. Ja. Aber jetzt geht es endlich bergab und ganz lange erstmal gerade. Bergab und gerade.
Strecken. Diese Kühe, die hier einfach überall frei rumstehen, für mich ist das einfach. Ich habe Angst vor denen. Guck mal, wie die uns angucken. Pass auf. Die wollen halt nicht, dass wir bei deren Kälbern sind. Oh, ich hab Angst. Scheiße, Mann. Wir können vielleicht links lang. Warte mal. Komm mal zu uns. Ja. Wir gehen hier mal links lang. Sie ist einfach gerade, die Kuh ist einfach gerade hinter ihr hergerannt. Wir machen jetzt einen großen Bogen, würde ich mal sagen. Sie hat uns auf jeden Fall voll im Auge. Leute, einfach von der Kuh verfolgt. Was passiert uns hier? Können wir mal darüber kurz reden? Ich habe Todesangst. Junge, 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 was war das denn? Hier ist so ein kleiner Bach. Hier haben wir uns jetzt ein bisschen erfrischt. Die Armsleeves, kann man sehen, Armsleeves nass gemacht. Und die Mütze. Jetzt haben wir ein bisschen Kühlung. Und ich muss sagen, es ist jetzt schon sehr, sehr viel angenehmer. Keine Kühe übrigens. Wir sind wieder sicher. Also das hat mir gerade echt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe halt gesehen, wie sie, diese Kuh schon auf sie so gegangen ist. So gerufen, ey, die Kuh. Aber danach hat sie so auf mich geguckt. Da dachte ich echt, Alter, gleich rennt die los. Und ich weiß nicht, ob ich schneller bin als die Kuh. Ich kann auch gar nichts mehr dazu sagen. Und das ist immer das Gleiche. Es ist einfach, wir gehen, weil es bergauf ist. Aber ich muss sagen, ich finde es richtig cool, das auch mal so als Spaßaktivität zu haben, so einen offiziellen Lauf. Also, dass man einfach mal läuft, man genießt einfach die Berge. Leute, guckt euch das an da hinten. Man kann es, glaube ich, nicht sehen, weil die Sonne auch von da kommt. Das ist einfach so krass, diese positive Energie hier in den Bergen. Wir sind bei fast 17 Kilometern. Gerade ist nochmal ein richtig starker Anstieg. Da geht's hoch. Da nicht, aber da drüber. Zeig mal, wo wir waren vorhin. Vorhin waren wir da ganz unten und da drüben bei den Häusern, wenn man die sehen kann. Ja, da habe ich hier. Kackt. Malu hat auch gekackt. Berg runter sind wir gerade wieder gelaufen. Aber auf so einem schmalen, das war schmaler als hier, da konnte man nicht filmen oder sollte man lieber nicht filmen, weil es einfach zu gefährlich ist. Also da muss man echt aufpassen. Leute, wir sind immer noch nicht oben. Fährt mich einfach. Ist einfach abgehauen. Man hat mich alleine gelassen. Ich esse hier schon wieder Energy Gums. Und versuche das Ganze zu überleben. Ich habe übrigens Fea wieder eingeholt. Also sie hat eher auf mich gewartet. Wir sind gleich. Leute, wir sind immer noch nicht oben. Gleich aber. Letzte Station. Ich trinke jetzt Cola, Leute. Mm. Unbeschreiblich. Mm. Und Kuchen. Schokokuchen. Oh, ich nehme das schon. Orange mit Salz aber drauf. Die Orangen sind richtig lecker. Einmal noch den Müll richtig entsorgen hier. Und dann geht's weiter. Alter, geht's. Ich kann es gar nicht sehen. Weil es so steil ist. Da unten kommen die anderen. Bin ich einfach auf Malu alle Viere. Auf allen Vieren gehen. Ist auf jeden Fall echt krass steil, wie ihr gerade gesehen habt. Wir sind jetzt aber langsam wirklich bei den letzten Höhenmetern. Es ist unglaublich schön hier oben. Wir haben es schon 10.000 Mal gesagt. Wir haben es schon 10.000 Mal gezeigt. Aber es ist einfach crazy, wenn man aus dem Harz kommt. Oder woher kommen wollt, gar keine Berge sind. Und wenn man dann auf einmal hier diese ganzen Berge sieht, das ist einfach heftig. Ich glaube, auf der Kamera kommt es nicht rüber. Aber. Und Malu, wie geht's? Oh. Ja. Hast du dich an? Schau diese Aussicht an. Wow. Schaut, hier geht's mal runter. Crazy. Oh, Leute, seht ihr das? Da geht's weiter. Schön, also da packen wir auf jeden Fall gleich Handy und alles weg, da wird nicht gefilmt. Da konzentrieren wir uns nur auf die Strecke. Oh ja.
See you then. Leute, wir waren gerade ganz oben. Da oben seht ihr ein gutes Gipfelkreuz. Es war wirklich ein Weg, wo wir hochkraxeln mussten. Also das war kein Laufen, das war kein Gehen, das war einfach nur kraxeln. Jetzt geht's hier runter. Der Weg ist auch nicht sehr nice, deswegen runter ist nicht viel schneller gerade. Aber es geht einfach nicht mehr bergauf und das ist schon mal nice. Ein Ding. Wir sind auch bei 19,6 Kilometer, also 20 fast. Und sind 4,5 Stunden jetzt unterwegs. Ich bin gespannt, was jetzt noch so wird. Ich lieb's einfach. Dieser Lauf ist ja mal so cool. Malu, wie fühlst du dich dabei? Super. Aber wir haben gelernt, eine Hand am Seil. Jonas! Jonas! Was ist das hier? Yeah. So cool. Wir laufen hier einfach und hier sind einfach Pferde. Und nachdem die Kühe uns eben fast angegriffen haben, passt bloß auf. Esel? Nein. Ich kack ab. Das kann gar nicht sein. Einfach ein Esel. Ey, wo sind wir, bei Heidi oder so? Das ist echt. Wie cool. Ich glaube, diese Pferde hier haben einfach das beste Leben. Stehen nicht in der Box. Stehen nicht den ganzen Tag im Stall. Einfach auf dem Berg. Kurze Sache nochmal, bevor ich echt vergesse, das zu sagen. Die Streckenposten hier sind crazy. Ich war noch nie bei einem Lauf, wo die Streckenposten so motivierend waren, so viel Bock darauf haben, einfach die Läufer hier anzucheeren. Die sind echt crazy drauf. Egal wie alt die sind, wirklich von, keine Ahnung, 10 bis 80 schon alles dabei und die haben einfach Bock. Also echt richtig cool. Wir sind bei 23 Kilometer und sind jetzt 5 Stunden und 13 Minuten unterwegs. Es sind jetzt noch 7 dann. Ja. Fast 8. Aber wird es auf jeden Fall hart. Ja, aber es ist jetzt auch nur noch bergab, also es geht. Kurzer Real Talk. Wir sind bei 25 Kilometern und ich bin einfach komplett am Po. Meine Beine fühlen sich an, wie einmal drüber gefahren. Liebe Grüße an Sabrina. Und Fea, die will die ganze Zeit richtig racen hier, runterlaufen wie so ein Spinner. Aber ich muss einfach sagen, ich bin einfach richtig fertig. Ey, ich fühle mich wirklich wie so eine alte Oma, die irgendwie 90 ist. Ja. Leute, wir sind bei 28,3 Kilometern. Ich bin gerade das 10. Mal umgeknickt. Also genau gerade, wo ich gefilmt habe. 2 Kilometer noch. Wir haben es gleich geschafft. Wir sind jetzt aber auch genau jetzt 6 Stunden unterwegs. Also ewig. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns am Ziel. Wir melden uns dann. Das Licht hier im Bild ist auch nicht das Perfekteste. Deshalb bis dann. Wir sind durch. Es war 6 Stunden 20 haben wir gebraucht. Den Lauf seht ihr sicherlich hier irgendwo. Blenden wir bestimmt ein. Es war richtig cool, es war super anstrengend. Sowas habe ich noch nie gemacht. Ich bin noch nie für 30 Kilometer 6 Stunden, 20 Minuten noch. Also echt krass, aber einfach mal was ganz anderes. Wir sehen uns im Hotel. Leute, das war der Vlog zum Infinite Trail Run und ja, die 30 Kilometer waren mega. Wir haben den Lauf sehr enjoyed. Ihr habt es bestimmt gesehen. Stimmt, ihr habt es ja alles gesehen. Also. Wir haben ja alles mitgevloggt. Ja. Alles für euch, Leute. Ich wollte gerade alles so erklären, aber wir haben es ja schon in den Videos erklärt. Deswegen, Leute, das war's. Dieser Lauf ist wirklich nur zu empfehlen. Einfach aus Spaß oder als Wettkampf. Es ist richtig cool. Die Leute an den Verpflegungsstellen und das habe ich schon erzählt. Okay. Auch naja, dann haben wir alles schon erzählt. Es war richtig cool. Wir sehen uns nächstes Jahr. Hoffentlich nächste hier. Woche. Ach so. Hoffentlich hier. Und nächste Woche natürlich wieder bei YouTube. Genau. Ciao.